Flanke von Sautier. Servet protestiert und Schiedsrichter Horisberger zeigt auf den Punkt. Es gibt einen Elfmeter für Servet Genf. Gelbe Karte an Simon Greter bei seinem ersten Saisoneinsatz. Keine 5 Minuten gespielt. Greter schüttelt den Kopf. Also jetzt die Chance schon für Servet auf 1:0 zu stellen. Aber so weit kommt es nicht. Grejon Kay scheitert an Marius Müller und der Elfmeter war gut geschossen. Perfekt nahezu. Ein bisschen weh. Wals. Stefanovic kommt mit Tempo. Versucht direkt. Kay versuchte abzulenken. Das ist nicht gelungen. Dann bleibt Lukas Alves aber hernach am Boden liegen. Während Grejon Kay wieder aufgestanden ist. Servet jetzt wieder das Leder abzuluchsen. Das ist aber Kay. Oh, das war heikel. Ein vorbei an Schulz. Grejon Kay zur Mitte. Müller hat es durchschaut. Starke Aktion vom Torhüter des FC Luzern. Und jetzt der direkt folgende Konterangriff mit Luis Schaub. Schaub steckt durch, hervorragend gemacht und es heißt 1:0 für den FC Luzern durch Dejan Sogic. Ein mustergültiger Konter und Sogic weiß, wo er sich zu bedanken hat, nämlich bei Luis Schaub. Was für ein Vortrag vom FC Luzern. Es geht im eigenen Strafraum los. Abwehr Müller via Emini kommt der Ball auf Luis Schaub. Der blickt sich um. Keiner, der mich angreift. Gutes Zuspiel für Friedek. Schürpf, Friedek. Und jetzt die Chance aufs Tor für Luzern ausgenutzt. Es steht 2:0. Marvin Schulz. Der Abschluss ins weite Eck. Führung verdoppelt für das Team von Fabio Celestini. Just in der Phase, wo Sautier Servet fehlte, die Genfer waren zu zehnt. Es ist prompt an dieser Stelle eine Lücke da. Der Ball kommt aber gefährlich aufs Tor. Schulz im Nachsetzen. Luzerner Proteste wegen einem angeblichen Foul. Diallo gegen Schürpf vielleicht. Kein klares Vergehen festzustellen gewesen. Er wird aber doch, hier sieht man es, er wird gezogen. Rettungstat dann von Kone auf der Linie für Frick. Heiße Aktion und wir haben schon Gelegenheit gehabt, die Szene aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und ich glaube, dass es hier einen Penalty geben muss für Luzern. Und es steht 3:0. Es ist die Vorentscheidung für den FCL. Doppeltorschütze ist Marvin Schulz. Souverän verwandelt zum 3:0. Servet mag nicht mehr viel gelingen. Sie sammeln aber Karten und zwar fleißig. Jetzt setzt es Gelb-Rot ab. Hätte schon ein paar Mal geschehen können. Warum hat Imeri Gelb-Rot bekommen? Der ist doch erst seit ein paar Sekunden auf dem Platz. Da muss ich mich erst einmal schlau machen. Für die gleiche Szene hat er zweimal Gelb gesehen. Nämlich zum einen für das Foulspiel und danach für das Applaudieren gegen den Schiedsrichter.